Hallo und herzlich willkommen bei Rising World mit Wolle 158. Holla die Waldfee, wir können unsere ersten Kirschen hier auch abernten von dem Baum und man hat jetzt noch welche sehen. Unser dummes Schaf ist noch dran hier. Da können wir auch noch Kirschen abernten hier. Ja. Und mal ein bisschen was anderes hier. Unseren Kirschenvorrat etwas anheben. So. Alles andere. Ich habe jetzt schon mir die aus Verzweiflung die ersten Ruhenkartoffeln gefuttert. So, die Feldflasche werden wir auch gleich wieder auffüllen hier. Okay. Feldflasche ist aufgefüllt. So. Was wollte man ja? Achso, ich wollte jetzt erstmal die Veranda hier dicht machen mit ein paar Bretter. Und da lege ich natürlich gleich das Strohdach auf. Na klar. Da lege ich das Strohdach auf. Dazu brauche ich jetzt aber mein Gerüst hier, sonst komme ich da nicht rauf hier. So. F so lange festhalten. Zack. Und wir schleppen die ganze Gerüst hier mit uns rum. Ich werde mal hier die Tür zumachen. Nicht, dass wir hier noch eine Schweinerei drin haben. So. Klar, macht man sowas, dass man sich denn das Gerüst auf sein tolles Pflanzenbeet hier aufsetzt. So, das sollte eigentlich ausreichen. Ja. Rechte Maustaste und klicke die Klack, schon haben wir da oben drauf. Gut, jetzt müssen wir erstmal unsere Stämme hier abbauen, um daraus ein paar Bretter zu machen. Holz maximal. Zack, und wir haben sie. Haben wir noch ein paar Dinger drin, maximal. Zack, haben wir auch. So, jetzt ist endgültig alle hier, wa? Ja, jetzt ist alle. So, und da brauchen wir jetzt Bretter. Und zwar, aufgrund meiner Textur habe ich ja so eine schöne Strohimitation hier. Wo ist er? Da ist er. So, dann werden wir erstmal, wir machen erstmal ein Packen hier fertig. Ne, zwei Packen machen wir gleich mal fertig. So, das einmal und zweimal. Dann werden wir mal gucken, dass wir drauf kriegen. Wir versuchen natürlich auch hier einzusparen, indem wir die Dinger ein bisschen breiter machen. Ja. So, erstmal umlegen, ruhig ein bisschen vorgucken lassen da und jetzt mal gucken, wie das ist, wenn wir die etwas breiter machen. Den ersten Weg mal hier weiter rüber schieben ruhig. Naja, so kann man eigentlich lassen hier. So kann man lassen, oder? Oder, ne, ich schließe den wirklich hier ab. Nur so ein kleines Stück. Kleinen Millimeter nur vorgucken lassen hier. So, ja, das war jetzt wieder mal hier. Toll von mir. Ich dachte, das Brett ist schon drauf. So, da wollte ich hin, ja. Hier, das passt. Okay. Und nun hoffe ich ja, dass ich die anderen jetzt hier natürlich auch hinbauen kann. Enter. So, dann ist das schön ausgerichtet. Ja, kann ja sein, dass es irgendwann jetzt anfängt zu regnen hier und unsere schicke Veranda hier wird klitschnass. Achso, hier oben, das wollte ich ja noch verändern. Ja, wie sieht denn das aus hier mit dem... So, das lassen wir natürlich nicht so breit hier, sondern das machen wir ein bisschen enger, dass das auch passt. Naja, ruhig so. Okay.
So, damit haben wir ja schon erstmal unsere Veranda dicht. Jetzt werden wir hier natürlich auch aufpacken, aber so lang wie möglich. So, mal gucken, was denn oben noch übrig bleibt. Hier den ersten, den werden wir uns wieder per Hand hinschieben hier. Ja, das war ein bisschen. So. Nicht, dass wir hier Zwischenraum haben. Nö, das passt. Das passt. So, und dann gucken wir mal. Vielleicht können wir so eher einen ganzen oben ansetzen hier. Nee. Also machen wir erstmal hier die Seiten fertig. Und das haben wir auch mit der Taste Enter, dass die schön nebeneinander sind. So. Kann ja bis jetzt aber auch wieder ein bisschen seltsam. Wieso? Ach, hier kann ich jetzt nicht rauf. So, da ran. Und das muss natürlich jetzt das schmaler gemacht werden, ja. Okay. So, kann ich jetzt hier wieder raufspringen? Nee. Ich hätte auch vorher wissen sollen. Aber wir haben ja. Ja, das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Jetzt werden wir das hier auch noch gleich machen. Dass wir natürlich hier volle Breite haben. Und wieso setzt ihr den jetzt nicht da ganz genau richtig an hier? Oder habe ich noch ja nicht die volle Breite? Doch, ich habe da die volle Breite. Dann machen wir erstmal ein bisschen kürzer. Genau, dass es ganz genau bis dahin geht. So, dann arbeitiere ich erstmal einfach mit der Steuerungstaste und dann schieben wir uns den mal wieder so hin. Wie wir es haben wollen, ja. Das. So. Ja. So passt es doch, ja. Okay. Dann raus wieder mit der Steuerungstaste und jetzt nehmen wir Enter-Taste und dann passt es hier alles ganz genau. Dann rutscht der von alleine in die richtige Position und wir haben zumindest von der Seite aus jetzt unser Strohdach hier. So. Und das natürlich etwas schmaler wieder. Zack. Ist jetzt ein bisschen zu schmal geraten. So, müssen wir aufpassen, dass wir hier wirklich. Dann sieht das auch wieder bescheuert aus. Ja. So ein klein bisschen größer. So, das sieht besser aus. Okay. Damit haben wir hier oben unser Dach wunderbar gedeckt. Sieht doch nicht schlecht aus. Ja, außer das mache ich aber auch noch weg, ja. Mach's mal wenigstens von außen gleich weg. So. Gut. Auf zur anderen Seite. Eigentlich könnte man jetzt mit dieser Größe, mit diesen Einstellungen, andersrum, so, breit wieder machen, mal festknüppern und dann einfach mal ein Stück rüber, sollte ausreichen, das oben auch dran. So,
Okay. Das hoffe ich aber. Na, wir lassen das erstmal nur bei dem einen hier. Wenn wir den unteren hier ran machen. Ich will jetzt nur erstmal gucken wegen der Länge. So, das wäre dann hier. Na, das reicht natürlich nicht runter. Ja, das war jetzt mein Fehler gewesen. Ich hätte hier oben den schon mal auf volle Länge bringen sollen. Das ist günstiger. Ja, machen wir das einfach mal so. Der ist ja bis oben ran hier. Warum ist denn der jetzt nicht bis oben ran? Dann machen wir das mal so. Das sieht doch jetzt. Ja, so sieht das schon günstiger aus. Hier passt das auch. Okay. So, und jetzt könnten wir im Prinzip, kann ich jetzt hier wieder ansetzen. Einmal. So. Dreier. So, und hier natürlich jetzt wieder schmaler. Nein, das ist nicht zu schmal, so. Okay. Was war denn das? Was habe ich denn jetzt gemacht hier? So, was dem nicht? So, ich kann mal den einen hier wegklappen, ja. Gut. Jetzt unten ansetzen. Müssen wir nur aufpassen jetzt auf die Länge hier. Gucken. Ja, das ist natürlich viel zu lang. Nochmal neu. Immer noch zu lang. Und noch ein kleines Stück. Na, nun komm. Ja, so können wir es lassen. Okay, jetzt muss das natürlich richtig angesetzt werden hier. Ja. Mal wieder auf volle Breite gehen. Gucken. Passt so ja sofort. Sehr schön. So, und nun brauchen wir ja nur noch dicht machen und wir haben es geschafft, mal im Einritt meine Sache fertig zu kriegen. Ja? Na. So, und dann hier nochmal. Ist bloß nicht runterfallen, ja, sonst muss ich wieder hinten rumrennen und hier rumklettern. So, ein schmaler gemacht. Zack. Ja, das hätten wir gepackt. Unser Dach ist gedeckt. Sehr schön. So, das nächste ist natürlich dann drüben. Ich habe natürlich nicht daran gedacht, dass ich so viele hier einspare. Und habe mir jetzt hier von dem viel zu viel Bretter gemacht, aber wir können den Schuppen, können wir damit dann auch noch abdecken, ja. Da brauchen wir dann noch eine, da hinten kommt noch ein Hühnerstall hin. Ja, wenn wir das hier die Löcher zugemacht haben, also ist ja noch eine. Und wenn wir hier ein größeres Gitter haben, dann kommt noch ein Unterstand hier, dass unsere Wolle nicht nass wird hier. So. Okay. Jetzt muss ich aber auch irgendwie da oben raufkommen. Mal gucken, ob ich hier auch durchgehen kann. Ja, dann kann ich das nämlich ganz genau dann abstellen vor
oder auf dieser Brücke her und kriege trotzdem die Türe auf. Mal so hin und dann mal drehen. So, muss nur aufpassen, dass ich nicht dazwischen komme. Und das sollte aber, da müssen wir dann sowieso nochmal hochspringen. So, gucken. Oh, hier komme ich gar nicht hoch. Hier komme ich gar nicht hoch. Dann müssen wir jetzt erstmal hier noch ein Promisorium hier hinbauen. Und zwar machen wir das hier mit. So. Okay. Und nun, ja, jetzt kann man hier aufhüpfen. So, jetzt brauchen wir hier Balken. Mache ich das wirklich erst mit Balken dicht? Na, das sieht zumindest die Vorderkante, sieht dann besser aus. Aber das wird ein unheimlicher Materialverbrauch, ja. Und wenn man das mit die... Ne, ich brauche dann von innen auch Balken. Ach, ist shit egal. Dann machen wir das eben alles jetzt erstmal mit Balkendichte hier. So, jetzt will ich wieder runter hier. Okay. Dann kann man die jetzt erstmal hier... Wie viel haben wir jetzt noch an Holz hier? Haben wir ja noch einiges da, also dürfte das kein allzu großes Problem werden hier. Dann Holzbalken. So, und da brauchen wir natürlich dann auch wieder unsere dunklen hier. Das sind sie doch, wa? Ja. Einmal, zweimal, dreimal. Da brauchen wir bestimmt mehr jetzt. So, dann werden wir mal gucken, wie weit wir jetzt damit kommen. Ach, unsere Melönchen, die kommen schon. Wie gesagt, die habe ich alle mit der Sense jetzt runtergeholt, dass ich die Samen habe. Da wäre natürlich auch günstiger, wenn der Strunk stehen bleibt und die Melone dann nachwächst. Ne? Aber so habe ich nur die Wahl, wenn ich die Melone abpflücke, dann ist auch letztendlich der Setzling weg. Und wenn ich das abhaue, dann krieg ich keine Melone, krieg nur den Setzling. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte jetzt Balken setzen, ja. So, das war ja die Standardgröße. Ne, wir haben hier auf die längsten Balken gemacht. Genau. So, und dann können wir hier praktisch loslegen und die Balken hinpacken, ja. Ja, da werden wir noch eine brauchen, ja. Also haben wir dann zumindest eine glatte Fläche, wenn ich das auf diese Art mache, und eine geschlossene Fläche. Okay. Hier hat jetzt, seht ihr, die Struktur gewechselt und das ist auch ein bisschen seltsam. Ja, das sind immer noch dieselben Balken und die haben hier einfach mittendrin die Struktur gewechselt, die Textur gewechselt, ja, als ob die sich umgedreht haben. Ja. So, ich will jetzt aber nicht abstürzen. Ja. Okay. So, und dann nehmen wir hier mal die kleineren. Okay. Ja, das schließt sich leider nicht denn so mit der ganzen Textur an. Darum mache ich das auch so. Von innen drin ist mir das idealer, von außen, denn dass ich da auch eben hier diese das Strohdach da nehme, das passt zu dieser Ecke hier ganz gut, finde ich.
Und darum mag ich mir da keinen danken. Ansonsten, es fehlt eigentlich noch so eine Art Ziegeltextur, das wäre ja noch ideal. Und so verschiedene Arten von Ziegeldächern machen kann. Das würde mir noch gefallen, ja. Auch aus ganzen Platten. Ja, man kann sich ja auch Ziegel selber herstellen, aber das ist eine Sauarbeit und dann mit Blueprints das alles anzupassen. Also ich habe das bei einem Dach heute gemacht hier und nee, da warte ich lieber. Ich bin noch voll überzeugt, dass da noch genügend Texturen oder Elemente kommen werden, wo man das alles so ein bisschen aufpushen kann hier. Na bitte, das haben wir erstmal. Und hier werden ja dann drüben, gucken wir mal, noch haben wir ja ein paar Balken einstecken hier. Das ist nämlich auch, ja, das passt ganz genau hier. Und dann nimmt die Sache auch schon langsam Form an. So gefällt mir das, wenn das so alles hinhaut. Da fehlen uns noch ein paar. Naja, ich muss sowieso, es geht eh wieder los, dass ich Holz sammeln muss. Meine Schonung, die ist allerdings noch nicht groß nachgewachsen hier. Ich verbaue im Moment noch schneller, wie ich das Holz wieder rankriege. Und das heißt, dann werde ich eben unterdessen irgendwas anderes wieder kurz machen, bis meine Bäume alle richtig gewachsen sind. Und erst wenn ich die dann wieder abholzen kann, dann wird hier diese Massendachproduktion hier eben weitergemacht. Mag so lange wieder Terraforming kloppen, ja, oder ähnliche Geschichten. So, da kann man dann immer noch später ins dazu nehmen. Die Seiten, die machen wir uns dann mit Bretter zu, das sollte nicht das Problem sein. Ist Tatsache, 28 Balken noch, ne, die reichen natürlich nicht. Holz haben wir alles aufgebraucht denn, aber immerhin, wir haben das doch schon ziemlich weit zu immer. Wieso hatten eben dort das Licht gewechselt, das frage ich mich. Aber ist okay. So. So, auf unsere letzten Balken hier. Und dann haben wir unsere Zeit eigentlich für das heute Video auch geschafft. Sieht zwar jetzt alles düster aus, ich weiß nicht, wie das nachher im Video zu sehen ist, aber ich wollte jetzt nicht noch schnell wegen die 28 Balken hier schlafen gehen. Gut, damit sind wir soweit erstmal durch, dass wir hier unser Dach drauf haben. Von hier, das muss natürlich dann noch schön zugemacht werden. Und dann gucken wir mal kurz drinnen noch mal rein, wie das hier aussieht. Halt zufällig eine Fackel, damit ihr was sehen könnt hier. So sieht schon besser aus hier. Jawohl. Ja, hier schon alles schön zu. Dann kommen hier noch Querbalken drüber als Träger, dann Lampen noch ran und dann fangen wir hier an, die Regale zu bauen, dass wir da die ganzen Kisten drin packen können. Und ich frage mich, was ich hier gemacht habe. Warum ich das gemacht habe, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber das ist ja auch erstmal egal. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich muss jetzt, wie ihr seht, was trinken gehen. Aber ich werde nicht aus der Pfütze nehmen. Nee, ich werde wieder, ich habe ja schließlich meine Feldflasche gefüllt hier. Und da werde ich einen anständigen Hieb nehmen und noch einen Hieb und. Ja, und dann weckt man ein paar Kirschen essen, habe ich die schon weggepackt, ja, na klar. Mal sehen, was die Kirschen für einen Nährwert hier haben. Ich habe da nicht viel Hoffnung, dass sie, ups, eine Fackel, die lassen wir hier, dass die mir irgendwas bringen hier. Oh ja, die haben fast denselben Wert hier, zwei so eine kleinen Kirschen hier, wie ein Stück Fleisch, ja. Gut. 5 Kirschen habe ich gebraucht, um wieder satt zu werden. Na, wenn es weiter nichts ist. Ich bin ein sparsamer Mensch. Gut. Das wächst. Mein Hanf wächst. Dann können wir anständig mal eine durchziehen hier.
Baumwolle fehlt noch ein bisschen. Erdbeeren müssen wir auch noch mal neu abköpfen, dass wir ein paar mehr hier haben. Kartoffeln, Möhren, alles schick. Da hinten unsere Tomaten, wie gesagt, Salate. Wir gehen ja noch mal auf Wanderschaft. Gut, hier kannst du. Und ich werde mal jetzt gucken, ob ich oben schon in meinem Bett schlafen kann. Letztes Mal hat es ja nicht geklappt. Und weiß ich auch nicht warum. Ach so, jetzt. Ach, das große Loch, was ich hier habe, ja. Das wollte ich ja noch zumachen. Das machen wir noch hier. Okay. So. Machen wir jetzt nicht hier mit raus mal aus dem Enter hier. So, und dann werden wir das erstmal schön kurz machen, ja. So, das guckt jetzt auf keinen Fall mehr vor, ja. Mal arretieren. Kleine Stücke größer. So, passt. Bisschen breiter noch gemacht, ja. Wir wollen ja nichts hier verschwenden. So, dann hier rüber geschoben. Und natürlich wieder enger gemacht. Bisschen breiter. Passt, wackelt und hat Luft. Also. Super. Und ich gehe ins Bett. Gute Nacht, Jungs. Wir sehen uns. Ciao, ciao.